Nussbaum anders sehen. Das ist der Name unserer neuen Ausstellung im Felix-Nussbaum-Haus, zu der wir Sie ganz herzlich einladen. Anders sehen, das kann auch erkennen bedeuten oder erleben. Wir helfen Ihnen hier dabei, Ihre Sinne zu schärfen, um mehr zu erfahren, denn diese Ausstellung ist interaktiv. Sie können zum Beispiel hören oder fühlen. Das könnte ein Hut sein. Es ist der Maler Felix Nussbaum selbst, der uns in seinen Bildern direkt anspricht. Wie in dem Selbstbildnis mit Judenpass fordert er uns auf, genau hinzuschauen und aktiv teilzunehmen, mitzuwirken und zu erkennen. Ich kenne das Bild, da müsste hier ein Baum sein. Ich bin wirklich überrascht von dieser intensiven Erfahrung. Ich kenne das Bild, aber es durch Ertasten zu erkennen, ohne es zu sehen, ist eine neue Erkenntnis. Hier mit dieser Skulptur betreten wir eine neue Dimension. Das Erkennen wird durch Erfassen greifbar. Dadurch wird das Erlebnis noch intensiver und wir betreten gleichzeitig eine neue Ebene der aktiven Teilnahme. Als Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück wünsche ich mir, dass Barrieren abgebaut werden, sodass jemand, der nicht sehen kann, erkennen kann und jemand, der nicht gehen kann, überall hingelangen kann. Am besten ohne die Hilfe anderer. Wir wollen Hindernisse beseitigen und Möglichkeiten nutzen. Ein barrierefreies Osnabrück ist ein Weg in die Zukunft, der allen offen steht. Und ich bin mir sicher, dass die dreidimensionale Umsetzung vom Selbstbildnis mit Judenpass ein weiterer Publikumsmagnet im Felix-Nussbaum-Haus sein wird. Was steckt hinter den Bildern von Felix Nussbaum? Diese Frage haben wir uns einmal ganz wörtlich gestellt. Auf einigen Gemälden von Felix Nussbaum kann man Farb- und Malspuren entdecken, die nicht so richtig zum Bild passen. Das lässt vermuten, dass Felix Nussbaum ein altes Bild übermalt hat. Röntgenuntersuchungen können Verborgenes sichtbar machen. Dabei haben wir spannende Entdeckungen gemacht und auch ein verschollen geglaubtes Werk wiederentdeckt. Lassen Sie sich inspirieren. Besuchen Sie unsere Ausstellung der ungewöhnlichen Blickwinkel und entdecken Sie Bilder hinter den Bildern. Verweilen Sie einen Augenblick an unseren Stationen der Sinne. Hier können Sie etwas erfahren, erleben, erfühlen. Hier können Sie Nussbaum anders sehen. Für große und kleine Kinder. So könnte ein Slogan für dieses Experiment lauten, mit dem wir uns an alle wenden möchten, die Lust auf Neues und Ungewöhnliches haben. Der Maler Felix Nussbaum ist immer auch ein Erzähler und er hat in seinen Bildern tatsächlich auch lustige Geschichten erzählt, die sowohl Erwachsenen als auch Kindern gefielen. Und weiterhin gefallen. Entdecken Sie mit uns die Welt des Kindes in den Augen des Malers.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.